Hallo, schönen guten Mittwoch. Hier ist die Jen, the Nosy Rosie, und heute mit dem Thema, wie und wo Frauen kennenlernen. Ja, Laura und Cassandra haben ja schon vorgelegt, haben schon ein paar Lokalitäten aus ihrer Gegend erwähnt und gesagt, was geht, was nicht, worauf müsst ihr achten, wenn ihr eine Frau ansprechen wollt oder wo könnt ihr hingehen. Und ich habe mir natürlich auch Gedanken darüber gemacht, was kann ich euch da erzählen. Könnt ihr jetzt natürlich anfangen, sämtliche Lokalitäten aus Hamburg aufzuzählen. Das wollte ich aber sowieso demnächst irgendwann mal machen und werde das auch noch aufheben. Und habe deswegen mal drüber nachgedacht, wo könnte man denn noch Frauen kennenlernen, außer im Club oder in der Kneipe oder halt auf irgendwelchen Lesben-Events. Und da ist mir aufgefallen oder eingefallen, dass ich denke, wirklich die meisten sich ja meistens wahrscheinlich gar nicht trauen oder viele sind natürlich auch sehr schüchtern und so, zum Beispiel ich bin auch schüchtern. Und ich glaube, heutzutage ist es wirklich, kommt es häufiger vor, dass man eine Frau nicht in der Disse oder sonst wo anspricht, sondern dass man sie einfach anschreibt, nämlich im Internet. Ja, vor allem ihr, die ihr diese Videos schaut, ihr seid ja sowieso im Internet, also ich glaube, dass ihr auch zu solchen Kandidaten gehört, die doch lieber mal eine E-Mail schreiben oder chatten. Ne? Nicht wahr? Ja. Und deswegen erzähle ich heute ein bisschen über die Internetmöglichkeiten. Also ich denke mal, alle von uns, also, obwohl ich habe schon Lesben kennengelernt, die nicht auf Lesarion angemeldet sind. Aber ich denke, doch die meisten sind dort. Ja, und da ist es dann doch ziemlich einfach. Es ist ziemlich einfach, eine Frau anzuschreiben. Aber bevor ihr das macht, das Profil. Da gibt es natürlich sehr geteilte Meinungen. Aber zum Beispiel das Profilfoto. Auf der einen Seite kann man sagen, lieber kein Bild, denn so ein Foto ist ja nicht unbedingt immer ganz so aussagekräftig. Und wenn das Foto dann scheiße ist, wird man gleich weggeklickt. Dann guckt man sich das Profil gar nicht erst an. Wenn dann gar kein Foto da ist, dann liest man sich das Profil vielleicht erst durch und sieht dann ja auch erst die inneren Werte. Aber, also, das ist auch eher meine Meinung, wenn dein Profil gar kein Foto hat, dann gucke ich es mir auch gar nicht erst an. Also, ich weiß nicht, ich finde das immer, also ich bin eine der Profilbildverfechterinnen und ich fände es wichtig, ein Bild drin zu haben. Natürlich muss man auch darauf achten, dass es wirklich auch ein nettes Bild ist. Ich meine, es gibt auch Bilder, die sind nicht so nett, aber dann macht einfach ein neues. Dann nimmt man sich eine Kamera, schnappt sich eine Freundin und geht mal raus in die Sonne, in den Park oder so und schießt mal ein paar nette Fotos. Und ich finde auch immer, es sollten aktuelle Fotos sein. Wenn man jetzt ein 10 Jahre altes Bild drin hat, wo man vielleicht 10 Jahre jünger war und 20 Kilo weniger wiegt oder sowas und dann findet das eine Frau ansprechend und man trifft sich vielleicht irgendwann, ich meine, dann ist die Überraschung da und dann, ne, dann ist es eh raus. Also hat es dann eh nichts gebracht. Von daher, gleich offen sein, gleich ein schönes Bild reinstellen, ein nettes, sympathisches, wo man freundlich guckt und dann wird das mit der Nachbarin oder so. Ja. Des Weiteren, wenn man sein Profil gestaltet, ich finde, das sollte man mit guter Laune machen und ein positives Karma rüberbringen. Und man sollte nicht so viele negative Sachen reinschreiben. Auch wenn es vielleicht mit der Ex-Freundin scheiße war. Aber wenn da steht, was ich nicht mag, Untreue, betrogen zu werden, das ist dasselbe, oder keine Ahnung. Also wenn da nur so viele negative Sachen drin stehen, das ist doch auch
gleich so abschreckend. Dann lass das lieber weg, was ich nicht mag. Wenn euch dann nichts Lustiges einfällt, und schreibt lieber ein paar nette Sachen hin. Aber auch, was ich auch immer sehr lustig finde, was mir in einer Beziehung wichtig ist. Treue, miteinander kommunizieren können, Ehrlichkeit, Treue. Ja klar ist das einem wichtig, das ist doch jedem wichtig. Also, ich meine, es sei denn, man möchte vielleicht keine monogame Beziehung, aber dann wird das sicherlich ja auch aus dem Rest des Profils sichtbar sein. Und ja, aber ich finde, das ist auch mal so ein Standardgedöns, da sollte man sich lieber was anderes einfallen lassen, so. Ja, und dann gibt es ja natürlich nicht nur Lesagen. Ich denke, für diejenigen, die wirklich eine ganz ernsthafte Beziehung wollen, und es gibt sicherlich auch noch andere gute Möglichkeiten, wie zum Beispiel Gay Parship und solche Dinge. Ich werde gleich nochmal da unten ein paar Links aufschreiben zu diversen Seiten. Da muss man aber natürlich aufpassen, das kostet natürlich alles Geld. Und wenn es dann nicht gleich da steht, dann wird es irgendwie hintenrum aus der Tasche gezogen. Also da muss man sich wirklich im Klaren sein, was man da macht. Schön hier das Kleingedruckte durchlesen und ja, gut aufpassen, ne? Und muss sich das vorher halt überlegen, ob es einem wert ist, dafür Geld auszugeben. Oder ob man doch vielleicht ein paar Versuche bei Lesarion durchmachen muss, bis man die richtige trifft. Dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit eines Inserates in einem Magazin. Zum Beispiel der LMAC. Das ist ja auch kostenlos. Da kann man einfach im Internet was reintipseln, sich einen lustigen Text ausdenken und dann seine E-Mail, vielleicht am besten eine extra erstellte E-Mail-Adresse dafür angeben. Und dann geht's ab. So. Aber bei all diesen Dingen, Chat, E-Mail, Messages bei Lesarion, whatever, kann ich euch nur einen Tipp geben. Hin und her geschreibe ist gut, auch wenn das gut läuft und so, und man schreibt sich und schreibt sich und schreibt sich. Aber lasst das nicht zu lange so vor sich hindümpeln und schreiben, und fasst euch ein Herz und seid mutig und trefft euch dann auch, oder zumindest erstmal telefonieren. Denn auch wenn es ein Foto gibt oder wenn man dann Fotos austauscht oder so, es ist alles wirklich die Internetwelt, und die ist nun mal nicht die reale Welt. Und auch wenn jemand nett schreiben kann, muss das nicht unbedingt heißen, dass er auch sich so face-to-face so nett unterhalten kann. Eine E-Mail, da kann man natürlich auch 5 Stunden vorsitzen und sich irgendwelche Zitate aus dem Internet raussuchen oder so und dann die romantischste E-Mail des Lebens schreiben. Und wenn du dann eine vor dir sitzen hast und da kommt nichts raus, ist man dann vielleicht auch enttäuscht. Und deswegen nicht zu lange warten und gleich treffen. Weil wenn man per E-Mail schon das Gefühl hat, ich bin verliebt, ist das nicht gut. Weil dann, denke ich, kann man nur enttäuscht werden. Ja, ist meine Meinung. Jo. Also, nur zu, ich finde mittlerweile heutzutage ist, wie gesagt, Daten über Internet oder Kontaktanzeige völlig normal und ich glaube sogar die weit verbreitetste, vor allem unter den Lesben. Und da muss man sich überhaupt nicht für schämen, wenn man sagt, ich habe meine Freunde im Internet kennengelernt. Also, haut in die Tasten, schreibt, was das Zeug hält, und datet dann die Mädels. Trefft euch in einem Café oder sonst wo, oder verabredet euch für eine Party. Obwohl, da kann man sich nicht unterhalten. Lieber ein Café. Und dann kann sich das ja weiterentwickeln. Aber so ist auf jeden Fall der erste Schritt viel leichter. Ihr habt eine Woche Zeit, bis nächste Woche, bis das nächste Video da ist. Tut, schreibt, macht und berichtet, wie es läuft. Auf jeden Fall. Und meine Frage ist nun, da ich wette, dass jede von euch schon mal mit einer Frau gechattet, gemailt oder sonst wie hat, an der sie Interesse hatte, schreibt mir eure lustigste Dating-Geschichte von irgendwelchen Überraschungen oder
komplizierten Treffens, Stories über sorry, ich muss ganz schnell weg, meine Mutter muss ins Krankenhaus, hab gerade eine SMS bekommen. Ja, schreibt mir also eure lustigsten Dating-Stories, die im Internet gestartet sind, unten in die Kommentare. Und wir sehen uns dann nächste Woche. Ich bin auch gespannt, was es da für ein Thema gibt. Wir haben es noch nicht festgelegt. Und denkt dran, schreibt uns unsere Themen, schreibt uns eure Themenvorschläge. Wir sammeln die und nach werden wir die dann besprechen. Also, bis nächste Woche. Bis dann, die Jen.